Matthias Gast von der Initiative für Jemen. Ich bin außerdem im Aktionsbündnis gegen die Münchner Sicherheitskonferenz und im Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus. Wir haben 2018 diese Initiative gegründet, um ein Benefizkonzert für den Jemen zu veranstalten. Und es kam dann doch noch mehr bei raus. Wir haben da auch Ausstellungen gemacht, wir haben Vorträge gemacht und unser Ziel ist es, im Prinzip über den Jemenkrieg zu informieren. Der Jemen liegt auf der arabischen Halbinsel und zwar im Süden, südwestlich auf der arabischen Halbinsel. Dort, wo auch Saudi-Arabien ist und ein direkter Nachbar auch ist. Neben dem Jemen ist eine sehr empfindliche Meerenge, das ist Bab al-Mandab und war schon sehr lange für zum Beispiel Großbritannien interessant, weil sie dort ihre Schiffe durchschicken konnten, ohne jetzt Afrika zu umrunden. Und von daher gibt es seit Jahrhunderten ein geopolitisches Interesse im Jemen. Im Prinzip war das Interesse am Jemen schon vor 2000 Jahren da, also länger als vor 2000 Jahren, weil der Jemen, der hatte Bodenschätze oder nicht Bodenschätze, zumindest Güter, die gefragt waren. Das war beispielsweise Kräuter wie Myrrhe. Also zum Beispiel das, was die Heiligen Drei Könige Jesus gebracht haben. Das kam aus dem Jemen, also nicht das Gold, aber zumindest die Kräuter. Und die waren damals noch sehr wertvoll. Also das war sozusagen das iPhone von damals. Jeder will es haben. Wirklich brauchen tut man es nicht. Und dadurch hatte das auch einen hohen Wert und hat auch zu geopolitischen Interessen geführt. Die Römer haben das zum Beispiel versucht zu erobern, den südlichen Teil Arabiens, und haben es aber nicht geschafft. Später hat sich dann dieses Land, also diese Region, das Land gab es in der Form noch nicht, zu einem Handelszentrum entwickelt, allein schon von der Lage und von den Kräutern, die sie dort hatten. Und dann später kam der Islam dazu. Man darf halt nicht vergessen, Religion und Politik gehörten damals zusammen. Das heißt, es kam dann wieder zu Machtkämpfen und mit dem 9. Jahrhundert entstand dort ein saiditisches Imamat. Das kann man sich so ein bisschen wie ein Königreich vorstellen. Dann kam dann Großbritannien, die Briten kamen dann vorbei und haben dann erstmal einen großen Teil Jemens besetzt. Fing erstmal an mit Aden, das ist eine Hafenstadt. Und da ging es im Prinzip um den Seeweg nach Großbritannien, also diese Abkürzung durchs Rote Meer. Und deswegen haben die diesen Hafen eingenommen. Zum Schluss wurde daraus dann der Nordjemen. Und gleichermaßen gab es ja noch das Osmanische Reich, was noch bis 1922 existierte. Das Osmanische Reich hat dann den Südjemen eingenommen, beziehungsweise hatten es schon vorher. Und den Südjemen, der ist dann halt geblieben. Und dadurch kam dann auch später diese Teilung zustande, die bis 1990 bestand. Und der Abzug der Briten war im Prinzip erst 100 Jahre später. Daraus ist dann eine sozialistische Republik geworden. Und im Südjemen gab es kurze Zeit wieder dieses saiditische Imamat, also dieses Art Königreich, was dann aber durch einen Putsch beendet wurde. Und 1990 gab es dann die Wiedervereinigung. Doch das geopolitische Interesse, also dieser Handelsweg, der ist bis heute stehen geblieben. Imperiale Mächte im Jemen, die gab es eigentlich jederzeit.
Für den heutigen Konflikt ist wichtig, der Südjemen wurde durch sowjetischen Einfluss sozialistisch und der Nordjemen war durch, also eine Zeit lang gab es dieses saiditische Imamat und anschließend gab es einen Putsch und es wurde dann ein Diktator installiert, der durch Saudi-Arabien wieder kontrolliert wurde. Und auch mit den USA, mit Europa im Prinzip zusammengearbeitet hat, weil Europa und die USA hat ja auch ein Interesse an dieser Abkürzung. Und von daher, dieser Einfluss ist bis heute da. Der sowjetische natürlich nicht, aber die Interessen von den USA und Europa sind auch weiterhin da. Also die Houthi-Rebellen, das sind ja schiitische Saiditen. Und wie ich schon erwähnt habe, 1000 Jahre lang war der Jemen ein saiditisches Imamat, also von den Houthis beherrscht. Und das ist im Prinzip durch diesen Putsch und durch die Wiedervereinigung werden die Houthis nicht mehr berücksichtigt. Und das ist die ihr Anliegen. Also man kann davon ausgehen, dass die Houthi-Rebellen sich dieses saiditische Imamat wieder zurückwünschen. Die Houthi-Rebellen sind zwar eine Minderheit, aber es macht immerhin ein Drittel der Bevölkerung aus. Also ein Drittel der Bevölkerung sind Schiiten. Heißt aber nicht zwangsläufig, dass sie hinter den Houthi-Rebellen stehen. Heißt aber auch, dass diese Schiiten wieder nur im Houthi-Gebiet leben können und nicht im sunnitischen Gebiet, was das andere zwei Drittel ausmacht. Und dadurch ist es für die dann auch der Plan gewesen, sich das Land wieder zurückzuerobern und ihre Interessen dort durchzusetzen. Und deshalb ist es auch so ein bisschen schwierig, weil die Houthi-Rebellen leben in einem wirtschaftlich starken Gebiet. Und während die Sunniten jetzt weniger wirtschaftlich stark sind, weniger historische Hintergründe haben. Und deswegen denken auch die Houthi, dass sie das Recht auf dieses Land haben. Salih ist im Prinzip, also es gab vorher einen Putsch. Ja, da wurde das saiditische Imamat abgeschafft und später übernahm dann, also 1978, Salih den Nordjemen. Damals war ja das Land noch geteilt. Ja. Und 1990 wurde das wieder vereint und ab 1990 beherrschte er dann den kompletten Jemen und es ging dann wirklich mit dem arabischen Frühling zu Ende. Und Salih war sehr korrupt, also Jemen ist ja ein sehr armes Land und in einem armen Land hat man den Vorteil, man kann leicht bestechen. Und Salih soll nach einer UN-Einschätzung mehrere zig Milliarden an Bestechungsgelder bekommen haben. Es waren so zwischen 32 und 60 Milliarden. In erster Linie ging es da um Exklusivrechte für die Ölförderung, um zu erforschen, ob dort Öl vorhanden ist. Das heißt, diese Rechte sind schon abgetreten an andere Länder, also beispielsweise Frankreich hat einen Großteil am jemenitischen Gaskonzern und da verdient dann Frankreich, aber nicht der Jemen. Also Hadi war im Prinzip der Stellvertreter von Salih.
Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass er vermutlich genauso korrupt ist und vermutlich auch keinen Politikwechsel machen wird. Also angenommen, Angela Merkel tritt zurück und dann kommt Olaf Scholz, dann wissen wir eigentlich, es wird sich jetzt nicht wirklich was ändern. Und genau das ist damals passiert. Also es gab den arabischen Frühling. Salih hatte dann Neuwahlen angekündigt. Zum Schluss ist er dann doch zurückgetreten, hat das Amt an Hadi übergeben und Hadi hat zwar versprochen, Reformen zu machen und so weiter, aber weil eben es absehbar war, dass sich die Politik nicht ändern wird, gab es weiterhin Proteste, weil die Jemeniten wollten ja mehr Selbstbestimmung. Und dann ließ man sich auf einen Deal ein, dass man Wahlen macht. Jetzt kam aber wieder ein Problem, er war der einzige Kandidat. Das heißt, er hat zwar 98% der Stimmen bekommen. Mich wundert, dass es nicht 100% waren, aber es ist tatsächlich so, 98% der Stimmen gingen an Hadi. Und es gab aber weiterhin Proteste, weil er eben der einzige Kandidat war. Und dann hat man sich darauf eingelassen, dass er sozusagen eine Art Übergangspräsident ist für 2 Jahre und dass es dann wieder Neuwahlen gibt 2014. Und zu denen ist es aber nie gekommen. Also die Houthi-Rebellen, die haben ihre Hochburg in Bezirk Sada, das ist an der saudischen Grenze ganz oben vom Jemen. Und da sind sie auch geschichtlich gesehen angesiedelt, weil Sada war früher die Hauptstadt von diesem saiditischen Imamat. Und da gibt es auch viele Moscheen und so weiter, also die unterm UNESCO-Weltkulturerbe fallen, wovon aber auch schon einiges wieder zerstört ist jetzt. Und nachdem halt absehbar war, dass sich unter Hadi nichts ändern wird, haben sie sich dann Richtung Süden in Bewegung gesetzt und haben dann Stück für Stück A, die Häfen wieder zurückerobert, weil die Häfen sind wichtig für den Jemen und auch die wichtigen Großstädte sind dann bis Anfang 2015 zu der Hafenstadt Aden vorgerückt. Und das war dann auch so der Punkt, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir einschreiten. Also die Houthi-Rebellen, ich halte das immer für einen Fehler, sich auf irgendeine Seite zu stellen, wenn es um einen Konflikt gibt, weil egal welcher Konflikt, Krieg ist immer böse. Und Menschenrechtsverletzungen von den Houthis gibt es genauso wie von allen anderen Konfliktparteien. Deswegen sollte man das immer mit Vorsicht genießen und unparteiisch bei einem Konflikt bleiben, weil das einfach für die Objektivität sehr schlecht ist. Also die erste Operation im Jemen, die begann im März 2015, angeführt von Saudi-Arabien, weil also diese Allianz ist federführend der Golfkooperationsrat und seit dem Syrienkrieg hat im Golfkooperationsrat Saudi-Arabien das Sagen. Und daher kann man sagen, diese Allianz wird von Saudi-Arabien angeführt. Ziel war es, die Houthis erstmal zu schwächen. Was man aber wirklich gemacht hat, man hat das ganze Land geschwächt, indem man Infrastrukturen zerstört hat. Wasserwerke, Elektrizitätswerke, Flughäfen, alles Mögliche. Also das, was die Menschen dort brauchen, das wurde zerstört und diese Lage, in der der Jemen ist, ist dem auch geschuldet. Die Operation wurde schon einen Monat später, also im April 2015, wieder beendet, auf Druck der Vereinten Nationen. Und sollte eigentlich danach, sollte man politisch verhandeln, hat man aber nicht gemacht.
Der Konflikt in dieser Art hat ja Handlungsbedarf von den Vereinten Nationen, also insbesondere des UN-Sicherheitsrats, gefordert. Es gab dann die Resolution 2210, die im April 2015 verabschiedet wurde. Viele geben dieser Resolution eigentlich die Schuld daran, dass dieser Konflikt nicht im Prinzip nicht mehr verhandelbar ist, weil diese Resolution drückt aus, erstens, die Houthi-Rebellen sollen aufgeben, sich zurückziehen. Und zweitens, die Waffen, also das Waffenembargo soll überwacht werden. Das ist die See- und Luftblockade, die wir heute haben. Und drittens, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, diese Resolution erkennt Hadi als offiziellen Präsidenten vom Jemen an. Und damit ist er völkerrechtlich akzeptiert. Die zweite Operation startete direkt nach der Resolution 2216. Man versprach eben, wie gesagt, dass man politisch verhandeln will. Tatsächlich war es aber so, man hat weiter bombardiert. Also in den ersten 4 Wochen von der ersten Operation wurden ca. 2000 Luftangriffe geflogen. Bei der zweiten Operation waren es in den ersten 4 Wochen dann schon 2300 Operationen. Also das Versprechen, nicht mehr zu bombardieren, wurde halt überhaupt nicht gehalten. Und auch hier ging es wieder hauptsächlich gegen zivile Einrichtungen, auch Schulen und Krankenhäuser. Und man muss aber auch dazu sagen, es ist nicht nur Saudi-Arabien, die dort bombardieren, sondern das wird ja vom Golfkooperationsrat gestützt und die Vereinigten Arabischen Emirate bombardieren ähnlich häufig. Und viele sind, weil sie eben Verbindungen mit Saudi-Arabien haben, mit dabei, halten sich ein bisschen zurück, Senegal zum Beispiel oder Marokko. Und bei den USA ist es zum Beispiel so, dass sie mit den Geheimdiensten mithelfen, dass sie mit der Logistik mithelfen, dann mit dem Drohnenkrieg auch weiterhin mithelfen, der ja auch dort seit 2002 stattfindet. Dann Frankreich ist bei der Seeblockade dabei, Großbritannien ist dabei. Bei Deutschland weiß ich nicht genau, also die werden es natürlich abstreiten, aber sie operieren auf jeden Fall in dem kompletten Gebiet unter einer Bundeswehroperation, die dort aber schon vor dem Jemenkrieg stattfand. Es werden auch Waffen jede Menge geliefert von Verbündeten mit Saudi-Arabien, also auch Deutschland ist dabei. Die Franzosen oder die USA hat eigentlich den größten Waffendeal aller Zeiten dort geschlossen. Da ging es um 110 Milliarden US-Dollar an Rüstung und dann sollten noch über 10 Jahre weitere Rüstungsgüter, wo es auch wieder um eine sehr hohe Summe geht. Das heißt, wenn ich dort die Waffen liefere, dann akzeptiere ich auch das Unrecht im Jemen. Der Golfkooperationsrat, der hat sich im Prinzip als Resultat gebildet nach der iranischen Revolution. Der Iran hatte ja früher den Schah, das heißt, es war eine Monarchie, so wie alle anderen dort in dieser Region Monarchien waren. Und jetzt kam die iranische Revolution, sie haben den Schah abgesetzt und haben ein Parlament eingeführt. Das ist genau das, was jetzt zum Beispiel das Königshaus in Saudi-Arabien nicht möchte. Also haben sie den Golfkooperationsrat gegründet, das sind jetzt die verbliebenen Monarchien, um halt zu verhindern, dass sich die anderen Länder davon anstecken lassen. Ja, weil die Monarchien, die werden ja auch sehr knallhart geführt und mit Enthauptungen und was nicht alles. Und natürlich hat die Bevölkerung ein Interesse daran, freier zu sein.
Und genau das gilt es zu verhindern. Und über diesen Golfkooperationsrat gibt es zum Beispiel ähnlich wie bei der NATO diesen Verteidigungsfall, also die Pflicht, sich gegenseitig zu verteidigen. Und das war im Prinzip der Zweck. Ja. Und jetzt will sich im Jemen etwas mehr als eine Monarchie bilden, also mehr in Richtung Demokratie. Und das gilt es auch zu verhindern. Wie in jedem Machtvakuum haben natürlich Terrorgruppen dort auch dann ihre Möglichkeiten. Sie wollen die Macht ergreifen. Also ähnlich war es im Irak und in Syrien. Das war ein Machtvakuum. Da versuchen dann natürlich sofort Terrorgruppen Fuß zu fassen. Im Jemen, der Jemen ist ja ein sehr korruptes Land gewesen. Hat sich schon sehr früh Al-Qaida angesiedelt. Das war ein besonderer Zweig von Al-Qaida, der halt speziell hier auf der arabischen Halbinsel zu Hause ist. Wir haben zum Beispiel von dieser Gruppe gehört in Frankreich bei Charlie Hebdo. Da hat sich diese Gruppe Al-Qaida zu bekannt. Und Al-Qaida war im Prinzip in Saudi-Arabien erst angesiedelt und nachdem Al-Qaida aber keinen König dieser Art akzeptiert, mussten sie weg und wurden dann in den Jemen mehr oder weniger vertrieben. Und dadurch gibt es auch seit 2002 dort den Drohnenkrieg, um eben Al-Qaida zu bekämpfen. Und jetzt seit kurzem versucht natürlich auch der Islamische Staat, dieses Machtvakuum für sich zu nutzen, versucht dort Macht zu erlangen, aber eben weil Al-Qaida dort schon so lange zu Hause ist, klappt das auch nicht so besonders gut. Also die haben nur eine sehr, sehr kleine, unbedeutende Region und von daher sehe ich da weniger eine Gefahr für vom Islamischen Staat, sondern eher von Al-Qaida. Man sagt häufig, dass der Iran viel an diesem Konflikt die Schuld trägt, weil der Iran ist ja schiitisch. Und die Houthi-Rebellen sind ebenfalls schiitisch. Aber man muss dazu sagen, dass die sich über 1000 Jahre ganz anders entwickelt haben, die Schiiten im Jemen. Und dadurch eigentlich diese Verbindung nicht wirklich zählt. Weil man spricht bei den jemenitischen Schiiten eigentlich eher von sunnitischen Schiiten oder von schiitischen Sunniten. Aber es hat mit den Schiiten im Iran wenig zu tun. Man geht auch davon aus, dass der Iran Waffen liefert. Die Waffen, die der Jemen hat, die wurden noch zu Zeiten geliefert, wo es dort keinen Krieg gab. Das hat im Prinzip das jemenitische Regime bestellt und geliefert bekommen. Und neue Waffenlieferungen kann ich mir im Prinzip gar nicht vorstellen, weil der Jemen hat eine Luft- und Seeblockade. Es kommt kein Essen rein, es kommen keine Medikamente rein und ich glaube auch nicht, dass Waffen reinkommen. Von daher denke ich, das ist eine Anschuldigung vom Golfkooperationsrat, weil der Iran ist ja der Feind für die. So funktioniert das halt im Krieg, dass man immer den schwarzen Peter dem anderen zuschiebt. Die haben natürlich Interesse, also der Iran hat natürlich Interesse, seine Macht in dieser Region auszubauen. Aber dank des Golfkooperationsrats ist das so gut wie gar nicht möglich. Deswegen halte ich die Einmischung des Irans im Jemenkrieg für erfunden oder marginal. Es wäre vielleicht denkbar, dass der Iran vielleicht mit Beratung oder mit Geheimdienst dort etwas machen könnte, aber Waffenlieferungen, wie soll das gehen? Also vielleicht über die saudische Grenze, was sehr unwahrscheinlich ist. Und der Luftraum ist gesperrt, es gibt keinen Flughafen, der funktioniert. Der Seeweg ist blockiert, also es
ist relativ unwahrscheinlich, dass der Iran dort irgendwas macht. Die Vereinigten Arabischen Emirate, bei denen wird häufig gefragt, was die da überhaupt für Interessen verfolgen. Sie sind eben auch im Golfkooperationsrat, aber die Interessen könnten auch noch andere sein. Beispielsweise sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Muslimbrüder als Terrororganisationen eingestuft, weil die nach der Macht greifen. Also nicht, weil sie Terror machen, sondern sie wollen das Königshaus absetzen und damit sind sie die Feinde überhaupt. Und in dem Machtvakuum vom Jemen gibt es auch eine Gruppe, die den Muslimbrüdern zuzuordnen sind und die dort die Macht ergreifen könnten, falls die Houthis besiegt werden. Und genau das wollen die Vereinigten Arabischen Emirate verhindern.